Hallo und herzlich willkommen, Rätselfreundinnen und Rätselfreunde. Es ist mal wieder soweit. Es ist heute Montag und deswegen war gestern Sonntag. Und ja, erstmal wünsche ich allen von euch einen wunderschönen Nikolaustag. Hätte ich bloß mal hier meinen Bart und meinen anderen Pulli gehabt, dann hätte ich wieder als der Rikolaus auftreten können. Aber leider ist das gerade, ich glaube, das habe ich vergessen. Ich vergesse so vieles. Hoffentlich nicht die Lösung für dieses Rätsel. Außerdem wollte ich euch nur noch daran erinnern, Max Mama, Mark Magma. Heute Abend gibt es mal wieder Pokémon im Stream und ich freue mich da riesig drauf. Also ich kann es kaum abwarten, weil ich weiß, ich muss noch einen Tag länger warten als ihr, die ihr das jetzt hört. Und ja, heute bin ich mal nicht derjenige, der das Startwort gibt, sondern ich lausche mal. Okay, ich habe es gehört. Ja, das haben wir schon mal. Oh, das ist fies niederländisch. Da bin ich ja im Nachteil. Audioshow, weiß ich noch nicht. Simpson Barkeeper. Ah, oh, warte mal, wie hieß der nochmal? Ja, genau, das war das. Warte mal. Nee, das war's nicht. Okay, Nachbildung im... Ah, okay. Dann, jetzt weiß ich das. So. Nee. Autosignalgerät ist natürlich das da. Französisch Eisen... Oh, das ist ja fies, ey. Weiß ich doch noch nicht. Hinunter, Kurzwort. Das kann kein Kurzwort sein. Befehl könnte auch ein Kommando sein. Begütert ist das. Das haben wir auch. Okay. Ich weiß nicht, was die Audioshow sein soll. Ja, okay. Ah, dann ist das. Okay, dann kann ich jetzt auch Französisch wieder. Okay, das ist damit gemeint. Dieses Ding, die Audioshow, jetzt habe ich es auch. Ah, haha. Ups, ja, läuft. Ach stimmt, Niederländisch 1 wusste ich ja sogar. So, populäre Fotoart, leider, ja. Gibt sogar ein Spiel, das das thematisiert und ich finde das sehr merkwürdig, dass jemand eine Gabe hat, nur weil die Person diese Bilder machen kann. Herd einer Schmiede, ist das da gewesen? Das ist ein Wort, wo ich mich auskenne, boah. Döner, sehr schön. So, Diffusion, och nein, weiß ich noch nicht. Aber das Wagnis kenne ich. Das kenne ich. Diffusion ist dann das? Ah! Nicht Mitose. Bayerischer Vorname. Janni. Nein, Quatsch. Also das Zeitalter ist das nicht gewesen. Okay. Englisch Graf ist ein... Ah, ich hab's doch gleich. Ach, genau. Da gibt es sogar einen, nach dem ist T benannt, glaube ich. Warte mal, Zeitalter ist trotzdem das? Ah, es ist mal wieder das. Ich verstehe das einfach nicht. Äon, meine ich, ist immer noch Jahrtausend und nicht Zeitalter. Aber gut, Link weiterleiten ist auch klar. Hier ist nicht der aus Zelda gemeint, aus Legend of Zelda. Pariser U-Bahn, Kurzwort ist natürlich die hier. Aha. Ich hätte jetzt eher gedacht, das ist eine Kurzform von einem italienischen zum Beispiel. Naja, gut. Kapuzenjacke ist ja ein... das da. Eigentlich. Anscheinend nicht.
Ist ja fies. Feldpflanze. Band. Sunrise, das wissen wir. Ja. Das weiß ich auch. Englisch T ist auch klar. Seele. Lateinisch Seele. Ach Mensch, weiß ich noch nicht. So, den 007 haben wir. Das asiatische Land ist dieses. Himmelsrichtung, Abkürzung. ja, das weiß ich noch nicht. Kann aber nur Nord-Nordost oder Nord-Nordwest sein. Lichtspielhaus ist natürlich das. Routenplaner ist das. Feldgrenze ist nee. Was war denn das? Übrigens, die Kapuzenjacke weiß ich jetzt. Oh. Ja, das ist das. Und wir haben's fertig. Wie viele fehlen noch? Ein paar. Wie ich kann weitermachen? Ich muss dich doch in jedem Rätsel fair besiegen. Ja, oder darf ich die Zeit nutzen, um schon mal das Lösungswort... Okay. Ja, aber andererseits, dadurch weiß ich ja dann auch schon Wörter, die ich nur noch eintragen muss. Zwei Wörter noch, okay. Abkürzung nachmittags. PM. Nein. Okay, dann könnte das sein. Additionsergebnis, ja, genau, gut. Ich glaube. Nee. Leckerei. Weiß ich noch nicht, aber das muss ja was mit einem. Okay, na dann, ja. Ich versuche trotzdem mal weiter. Abbildung. Weiß ich noch nicht. Möbelholz. Hunnenkönig war natürlich ja. Ja, der, das da. Dann ist das wahrscheinlich ein. Wie viele Kegel waren das? Das alle 9 oder alle 10? Je nachdem, wo. Das ist fies. Englisch Herbst ist natürlich dann klar. Ja, okay, dann sind es 9. Opernlied ist die Arie. Ja. Genau. Aber ich weiß nicht so recht, was das Lösungswort sein soll. Ich glaube, die 3 ist bei mir falsch. Ich trage mal Sachen ein. So. Dann ist das nämlich der Uranus. So, Möbelholz, hätte ich jetzt gesagt, ist Teak. Ist richtig. Ach so. Ah, ich habe das falsch rum gehabt. Natürlich ist nicht klar, das hätte ich mir denken können. Ich glaube, das Wort ist nämlich Armatur. Wenn ich mich recht entsinne, weil das Frisiergerät ist der Kamm. Das vierte ist der Hunnenkönig Attila. Genau. Nee, Amateur ist es. Brandrest ist natürlich dann die Asche. Genau, der Amateur ist das. Nicht Armatur, dafür wäre es ein Buchstabe zu wenig gewesen. Dann ist hier Öko gemeint. Okay, Anzahl der Kegel sind 9. Ja, ja, ich sag doch, Amateur. So, dann jetzt muss ich mich beeilen. Grundmuster ist... weiß ich noch nicht. Hit von fettes Brot. Oh Gott. Ja, weiß ich noch nicht, aber ich weiß, dass hier der Sommer reinkommt. Haarklammer. Das ist fies. Da bin ich ja wieder im Nachteil. Keine Ahnung. Ja,
Umgangssprachlich, also kein Plan ist gemeint, keep ist behalten. Wow, Amateur ist hier sogar als, also das Lösungswort ist sogar mitten als Fragewort. Ist ja auch nicht schlecht. Idee, ja, ist ja eigentlich fast dasselbe. Mutter, Mami, Jurist, ein Problem, juristisch ein Problem lösen, keine Ahnung noch. Das ist das. Fettes Brot, was haben die denn nochmal alles gemacht? So eine Leckerei, weiß ich noch nicht. Bitte schnell. Nee. Ach, jetzt war es wieder der Griechische. Ja. Diese Rätsel bringen mich jetzt mittlerweile auch eher durcheinander. Jetzt habe ich schon den angeblichen Römischen, nee, den richtigen Römischen, als Griechischen eingetragen. Der aber wieder der angeblich Römische auch sein soll. Ach, ist das schlimm. So, erzählend. Weiß ich noch nicht. See in Oberitalien. Och man, das sind so Wörter, kenne ich mich doch nicht aus. Ebenso. Genau. Richtig. Gleich. Präservativ, das weiß ich. Hab da aufgepasst im Unterricht. Leitspruch ist natürlich das da. Wow. Hier, Abkürzung Nord-Nord-Ost. Das ist ja alles. Die geben einem das vor, was im anderen auch reinkommt. Schön. Ebenso ist Dito. Das meinen die. Ah. So. Juristisch ein Problem lösen. Ich weiß nicht, was die meinen. Dickköpfig. Ist natürlich das. Vielleicht hilft mir das. Abbildung. Tragik passt zwar rein, ist es aber definitiv nicht. Ah, und lass die Finger von diesem Wort bitte da drüben, weil ich bin jetzt so gut gewesen. Ah, das meinen die. Abbildung ist natürlich das dann. Die Haarklammer ist diese. Ich habe nur gerade sie falsch geschrieben. Körper ist natürlich das. Grundmuster ist das. Es wird langsam. Ich habe keine Ahnung. Gibt es sowas? Nee. Ach so, die meinen den ganz grundsätzlichen Begriff. Okay, jetzt habe ich es auch. So, das haben wir auch. Ausdrucksweise. Erzählend. Erstmal versuchen wir das. Nee. Kistner. Nee. Machen wir erstmal das weiter. Ah, erzählend. Ist dann wohl das gemeint? Na gut. Oh, was? So hieß der See in Oberitalien? Ich glaube, das hatte ich sogar mal. Ach, hier, Kästner, natürlich. Ausdrucksweise ist das. Und ich bin fertig! Was fehlt dir denn? Ja, aber was? fast alles. Nein, unten links ganz viel. Ach, naja. Hast du denn schon den Hit von Fettes Brot? Oh. Dann hast du da wohl die Finger davon gelassen. Das ist doch schön. Na gut. Dann vertreibe ich mir erstmal wieder ein bisschen die Zeit oder Zählenschlag. Von nachher zum Beispiel. Ich werde sowas von die Pokémon Smaragd Teleporter Randomizer Challenge. Ich werde die sowas von ownen, sage ich euch. Hoffentlich. Also ich werde auf jeden Fall besser sein als die letzten Male. Und, ja.
Ich werde diesmal keine im Spiel keine Cheats aktivieren, wie ich es glaube ich beim letzten Mal gemacht habe. Also ansonsten wäre es echt gut gewesen. So, naja, wie auch immer. Das macht ja das an dieser Challenge so ein bisschen aus, dass man nie weiß, wo etwas liegt. Naja, so. Ich kann mich ja schon mal ins Preisrätsel begeben, werde ich mich da noch nicht. Nein. Ich warte. Ich warte ab. Wie weit sind wir denn eigentlich schon? Ah, 15 Minuten? Das geht doch. Das ist gut. Das ist in Ordnung. Wir haben momentan sogar noch Essen im Ofen. Und wir müssen uns deswegen beeilen. Nee, eigentlich geht das schon. Das ist so eingestellt, dass wir uns auch mal ein bisschen Zeit lassen können. Tja, ja. Aha. Heute gibt es bei uns Hackbällchen Toskana. Ich hoffe, das sind alles Informationen, die ich erzählen darf. Ich hoffe, ich darf erzählen, was es bei uns zu essen gibt. Gut, alles klar. Gestern gab es auch Hackfleisch-Lauchsuppe mit Käse. Ach, das ist auch lecker. Ja, alles dieses Zeug, was man aus Maggi-Tüten kennt, aber wir machen das gerne ohne Maggi-Tüten. Das geht ganz einfach und kostet auch nicht mehr. Ja. Ja, vielleicht sollte ich mal irgendwann Kochvideos machen. Oh mein Gott, ich werde zu so einem Lifestyle-Kanal. Hilfe. Nein. Ich muss als nächstes auf jeden Fall erstmal wieder einen Stream machen, damit gar nicht erst der Gedanke aufkommt, dass ich hier zum Lifestyle-Kanal werde. Nein, danke. So, ja. Da, 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 da. Ein Wort noch. Ist es zufällig O? Ja. Und kommt von den, warte mal, wie hießen die nochmal? Ich verwechsel die immer mit Rosenstolz. Das sind aber andere und die singen auch was anderes. Also die haben mit denen nichts. Ach so, ja, easy. Naja, du kannst ja mal Nachmittag eingeben und gucken, wie weit du kommst. Ah, okay. Gut, machen wir dann das Preisrätsel noch. Ich komme auch noch drauf, wie die Band heißt. Schaubühne, Sinnesorgan ist dann wohl das da. Dateiablage ist ein sowas. Materieteil ist das da. Ich glaube, ich habe sogar schon das. Uch, habe ich eins zu weit. Ich habe das Lösungswort, das ist Phantom. So. Verzierte Kante ist mir gerade nicht so geläufig. Andenkamel, weiß ich nicht. Nach Art von ist natürlich das. Wir machen heute nämlich Hackbällchen Toskana à la Exido. Elternteil Anrede. Was? Ja, okay. Leergewicht ist natürlich das. Das hatten wir schon ständig mal. Hasenmännchen ist der Rammler. Woher das kommt, weiß ich nicht. So, dann haben wir noch das. Alet war der Dübel. Okay, ich dachte, das war ein Fisch. Naja, was soll's. Hauptstadt der Schweiz. Ich muss bei der Schweiz immer an Zürich denken. Ich weiß nicht, wieso. Kurzwort für das. Das ist auch klar. Die fastierte Kante ist... Nee. Weiß ich noch nicht dann. Ja, die Südfrucht ist natürlich easy. So, sehr langer Zeitraum. Wow, und diesmal ist es eine Ära. Das ist Wahnsinn. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, so wie ich es kenne, ist es richtig rum und das hier ist falsch rum, aber... muss ja nicht sein. So, griechischer Buchstabe. Och, jetzt wo wir Corona haben, wird das ja relativ einfach.
Das ist es nicht, aber Theta kann es nicht sein. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta? Nee. Zeta, Eta, Theta. Oh Gott, was war denn da noch? Mu, Nu, Xi, Omikron, Y, irgendwas noch. Machen wir das doch mal. Ach, Jota war's. Ah, stimmt ja. So, die Schaubühne ist dann dieses. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich sollte mal diesmal. Ach so, nee, ich habe noch eins. Ich habe noch was falsch. Nee, noch was nicht. So. Fertig. Oh, mir hat auch gerade noch einer gefehlt und ich hätte es fast nicht mitbekommen. Du hättest mich besiegen können. Ja, ist bei mir auch passiert. Tja, ja, zwei Dummer, ein Gedanke. Also ein Dummer und du. Okay, damit haben wir es geschafft, rechtzeitig zum Essen. Ich hoffe, ihr wünscht uns einen guten Appetit. Moment mal, geht ja gar nicht. Ist ja schon lange vorbei, wenn ihr das seht. Ja, dann wünsche ich mir selber und uns einen guten Appetit und euch wünsche ich auch einen, wenn ihr irgendwie mal was essen solltet. Und ich hoffe, ich würde mich wirklich drüber freuen, wenn ihr ja, bei dem Stream dabei gewesen sein solltet. Falls ihr das im Nachhinein seht, dann keine Ahnung, mal Ausschau haltet nach Ankündigungen oder sowas. Ich habe da sogar meinen eigenen Discord-Channel dafür, Server. Ja, aber auf den muss man ja auch erstmal raufkommen. Naja, jedenfalls wünsche ich noch einen schönen Rest vom Tag und ja, gehabet euch wohl.